herzliches Willkommen zu Minesweiler, Leute. Wir befinden uns heute mal wieder auf den Minesweiler.net Server. Wir waren wirklich lange hier nicht mehr drauf. Wir werden heute mal etwas ausprobieren auf dem Minesweiler.net Server. Ich werde euch auch gleich verraten, was wir heute machen werden. Ihr habt es bestimmt schon am Titel schon ein bisschen erkannt. Wir werden heute wirklich was ganz Interessantes mal machen. Wir sind heute, wie gesagt, nicht auf Quirgames oder so, wo was ganz Gewöhnliches ist oder wo wir ganz normal Scammer suchen oder Bots für werden aufnehmen. Nein, Leute, wir werden heute was ganz Besonderes machen. Und zwar, wir werden heute auf jeden Fall in den Spielmodus Gum Game gehen, Leute. Ich habe gerade auch selber überlegt, nochmal, wie heißt das. Aber natürlich gehen wir heute in den Spielmodus Gum Game rein. Und wir werden auch natürlich entsprechend auf eine bestimmte Map gehen, und zwar Bikini Bottom, Ventalands oder Koralle. Natürlich gehen wir heute in die Koralle rein. Hier sind auch ein paar User schon online, Leute. Ist auch gut so, es nicht gerammelte voll ist. Weil, Leute, wir werden auf jeden Fall heute eine kleine Challenge machen. Ich werde mich dann mit Absicht jetzt nicht annicken, weil die mit Absicht viel auf Heroes immer so gehen. Davon bleibe ich einfach jetzt genickt, also bitte nicht wundern. In der Tat. Ich werde auf jeden Fall heute eine kleine Challenge jetzt hier im Gum Game machen. Und zwar, ich muss wirklich so lange aushalten, so wie, also richtig, die ganze Zeit eigentlich unten bleiben. Also ich darf sozusagen nicht sterben. Das bedeutet, Leute, ich muss versuchen, wirklich so lange wie möglich unten zu bleiben. Und ja, mal schauen, Leute, wenn ihr das mal wollt, ich das mal mit einem Freund mal mache, wo wir dann eine Zeit ausmachen, was weiß ich nicht, irgendwie das ein bisschen mehr geplanter machen, dann schreibt es gerne jetzt in die Kommentare und haut auf jeden Fall mal den Like-Button mal wirklich mal blau, wenn ihr das wollt. Und ja, ihr könnt wie gesagt trotzdem Likes geben und beziehungsweise eine Bewertung drauf geben, eher jetzt euch irgendwie denkt oder so. Die Bewertung ist aus. Die Bewertung ist auch aus, Leute, aber ich sehe die trotzdem immer noch persönlich selber bei mir innen drinne in Quasio Studio. Also bitte nicht wundern, Leute. Deswegen sage ich das auch immer trotzdem, weil sich viele immer mal fragen, warum sage ich denn das, wo die Bewertung aus ist. Also ich sehe das trotzdem, die Bewertung. Also ihr könnt gerne den Like-Button blau hauen, wenn ihr das wollt. So, ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, ich würde sagen, let's go. Ich springe jetzt hier mal runter und ich darf sozusagen jetzt nicht sterben, also beziehungsweise umgebracht werden oder ins Wasser fallen. Und das war der erste Schlag, war das. Das war sozusagen jetzt nicht der Plan, ich jetzt sofort sterben tu. Ich werde natürlich jetzt probieren, ich nicht sterben tu. Genau, hier kommt... Das ist gerade ein bisschen Schwierigkeit gewesen, Leute. Wie könnte ich denn das verhindern, so zwei Leute auf beide Seiten? Das war gerade ein bisschen blöd. Okay, alles klar. Ich werde aber jetzt hier hingehen und jetzt muss ich sozusagen so lange wie möglich aushalten. Und hier kam schon fast eine WTF. Ja, Moment, wie schnell geht denn das? Ihr müsst wissen, Leute, ich wollte das eigentlich schon früher mal machen, aber da war das irgendwie immer noch nicht so in Planung perfekt. Und jetzt mache ich das einfach mal. Ist einfach mal zum Testen. Ich habe das die ganze Zeit jetzt ausprobiert ohne Aufnahme und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ihr seht, Leute, ich bin gerade hier auf dem Punkt und ich kann mich sozusagen, wenn ich möchte, mich ja einfach in Ruhe hinsetzen und hier ist keiner, Leute. Also manchmal kommen dann Leute und so. Man kann auch natürlich ein bisschen provozieren. Ich zeige euch das, okay? Es gab gerade ganz kurz einen Leck. So, jetzt. Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Ich kann natürlich hier diesen Goldtyp da drüben ein bisschen provozieren. Ich komme so in der Nähe auf seine Insel. Und da kann ich dann schnell wieder rüberrennen. Das mache ich eigentlich sehr, sehr viel, denn so ein bisschen zu provozieren. Genau, Leute. Ich darf natürlich entsprechend nicht sterben oder so, wenn ich wieder rüberlaufe. Sonst ist es ein bisschen peinlich. Und der bleibt sogar auf sein Reich da drüben. Also, ich nenne das jetzt einfach Reich, weil das ist ja auch sein Reich. Also... Das ist das Coole an Gum Game. Man kann wirklich ein bisschen provozieren, die ganzen Leute und so. Okay, der spielt mit denen da drüben zusammen. Okay, alles klar, da muss man jetzt aufpassen. Die machen ein Team da drüben. Ihr wisst ja, Leute, Teams sind hier erlaubt. Steht ja auch hier unten. Teams sind erlaubt, aber maximal Dreier-Teams und nicht mehr. Leute, ich will was riskieren. Ich will sozusagen, weil ich mich ja kein Weicher sein, ich mich hier verbunkern tue auf einer Insel. Ich laufe einfach mal rüber und mal schauen, was er dazu sagen tut, weil... Ich möchte natürlich auch hier ein bisschen mich bewegen und so. Und ja, ihr könnt natürlich auch Tipps oder so mal reinschreiben, aber okay, okay, es laggt. Oh mein Gott, das war ja unfair. Ja, moin, WTF. Die ganzen Lags im Gum Game sind ein bisschen blöd, aber da kann ich jetzt nichts dafür, so größtenteils. Genau, Leute, hier ist zum Beispiel jemand. Genau, der wartet ja auch auf mich. Und auf den habe ich jetzt natürlich Unbock, also keinen Bock und so. Deswegen werde ich auch wieder zurückgehen. Oder wollen wir den angreifen? Aber ich will ja nicht sterben. Da könnte mich ein Normalfall jetzt... Warte mal, ich schicke den einfach mal an. Ich verarsche den einfach mal. Machen wir Team. Okay, ich gehe drauf, Leute.
Nein! Was? Ich hab... Oh mein Gott. Ihr müsst wissen, ich bin PvP auf jeden Fall nicht... Okay, jetzt bin ich gerade gestorben. Okay, es war gerade ein bisschen doof, den zu verarschen, ne? Ich müsste einfach... Naja, okay, es war gerade irgendwie so ein bisschen blöd von mir. Aber naja. Okay, so. Ich wäre aber mich jetzt ungern hier verbunden oder so auf der Insel. Ich werde natürlich weiterhin rumlaufen und so, weil das Ziel ist wirklich einfach so lange unten auszuhalten, wie es geht. Wenn ich im PvP schon nicht der Beste bin, dann bin ich einfach eben eine Person, die hier rumrennt und versucht nicht zu sterben. Ich darf mich einfach nicht erwischen lassen, zum Beispiel wie jetzt renne ich einfach wieder weg. Weil auf einer Insel habe ich immer viel Glück, weil da kann ich die ins Wasser schlagen. Genauso wie jetzt gerade, richtig nice. Genau das ist auch so der Plan, genau wie jetzt gerade, Leute. Das ist sozusagen unser Ziel. Da hinten war auch gerade einer auf der Insel. Genau. Und diese, ich habe mit Absicht diese Map auch gewählt, weil da so coole Wege sind, wo ich gerade runtergefahren bin. Alles klar. Ihr wisst schon, Leute, was ich meine. Hier sind so welche viele coolen Inseln, deswegen habe ich auch die Map hier gewählt. Wenn wir sowas mal auf einer anderen Map machen sollen oder so, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wenn wir überhaupt das machen sollen oder so, dann schreibt es unbedingt mal rein. Also mir macht es ein bisschen Spaß irgendwie, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ja, da ist schon wieder die Person, die wir gerade schon geschlagen haben. Und komm. Oh ja, nice. Das ist gar nicht gut, weil der gute Ausrüstung hat. Ja, komm her. Ich mach nix. Und den Schlag mal weg. Richtig cool, Leute. So tut man auf jeden Fall die Leute auf Mainz scammen in Gum Game. So funktioniert das auf jeden Fall. Richtig cool auf jeden Fall. Ist natürlich ein kleiner Spaß. Man darf es ja auch... Oh, diese Person habe ich gerade nicht gesehen. Und ich habe schon den Schlag in meinen Nacken gemerkt. Oh mein Gott. Leute, ich habe den Schlag in meinen Nacken schon gemerkt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, hat er mich nicht geschlagen? Schnickt ihn wieder an. Ja, moin. Alles klar. Habt ihr es gerade gesehen? der hat mich auch verarscht. Der wollte mich auch schon verarschen, aber ich lasse mich nicht verarschen. Ich bin ein Einzelgänger. Ich will alleine PvP'en. Und okay, man muss natürlich auch ein Champion One klein bisschen gut sein. Naja, okay. So, auf jeden Fall, es macht einen kleinen Tick ein bisschen Spaß, muss ich euch ganz, ganz ehrlich mal sagen. Probiert es auch einfach mal aus auf Mainzucht. Ihr müsst auch einfach mal auf Mainzucht mal joinen und dann könnt ihr es auch mal ausprobieren. Es ist auf jeden Fall echt eine coole Sache, einfach mal sich hier rum, einfach so hier rumrennen, bewegen und so und versuchen nicht zu sterben. Das macht eigentlich richtig viel Spaß. Das ist natürlich nicht jetzt der Sinn von Gum Game. Genau, ready, perfekt. Das ist jetzt nicht der Sinn von Gum Game, Leute, aber es macht aber trotzdem ein bisschen Laune. So, hier sind jetzt... Anschleifen von hinten. Raus, raus! Hey, das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein! Immer diese Person, Alter, WTF! Das war auch schon Funzi, die Person, die mich getötet hat. Die hat eine richtige Schlagtechnik, die irgendwie... Die ich nicht gewachsen bin. Keine Ahnung, Leute. Aber, naja, so, ich will aber trotzdem die Person hier ausschalten, jetzt sind es zwei, das ist gar nicht gut. Tschüss, nein, bitte, oh, der eine wollte nicht ins Wasser. Na, komm hier. Kommst du zu mir? Ich habe Angst, wenn hinten einer kommt, Leute. Oh mein Gott, ich habe die gerade gesehen, Leute, ich war gerade in der 5-Modus. Genau diesen Moment hat er gewählt. Naja, der hat das bestimmt gerochen, ich in den F5-Modus war. Aber naja, ja. Wie gesagt, Leute, wenn wir auf jeden Fall das gleiche nochmal machen sollten mit den Freunden oder so, ich das mal mit Knox oder so machen sollte, dann schreibt es unbedingt mal rein. Würde mich mal interessieren, wenn ihr das wollt, Leute. Und hier kommt gerade... Achso, der kann ja, wenn hier... Hä? Okay. Ich komme einfach mal hier hin. Hallo, komm zu mir. Oh mein Gott, nein! Ah, ich wollte gerade wegrennen. Ach, schade. Schade. Hier ist gerade die nächste Person. Ach, Mann, ich habe gerade die Reichweite gerade nicht bekommen. Tschüss. Oh mein Gott. Den habe ich nicht gekillt. WTF. Ja, mein, also ich habe den da doch gekillt, aber zuerst hat er mich gekillt, dann ich. Oh mein Gott, alles klar. Aber Leute, wie gesagt, wenn ihr mir Tipps oder so reinschreibt, wenn ich das mal mit Freunden machen soll oder so, dann schreibt es gerne rein. Ihr könnt natürlich auch dann Zeit mal reinschreiben, wie lange ich dann durchhalten sollte, mal unten. Und natürlich... War das gerade Hex? Hä? Ja, moin. Natürlich, Leute, wäre es natürlich langweilig, wenn ich jetzt hier einfach so unten... Wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt 5 Minuten reinschreibt und wenn ich mich jetzt hier natürlich so... verstecke, beziehungsweise das wäre natürlich ein bisschen langweilig. Natürlich kann man das so machen, Leute, aber es wäre ein bisschen langweilig. Natürlich so wie jetzt, aber das natürlich mit einer Zeit. Jetzt habe ich das ja nur zum Spaß. Das ist schon wieder die Person. Ja, moin.
Hab das jetzt so zum Beispiel jetzt gerade nur zum Spaß gemacht, Leute. Aber, ja, ihr könnt natürlich, was habe ich schon gerade eingegeben? Mit der Speck war doch die Befehl, oder? Nee, Speck. Nicht mit A, Speck. Genau, Leute. So, das ist natürlich der Fly-Modus, beziehungsweise der Spectator-Modus. Ja, der ist natürlich auch richtig cool. Den habe ich sozusagen jetzt mal als Hero, Leute. Also nicht bitte nicht wundern, warum ich jetzt hier gerade rumfliegen kann. Beziehungsweise die ganzen Leute spectaten kann. Also bitte nicht wundern, Leute. Aber ich will euch einfach nur sagen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Leute, dann lasst unbedingt ein Like da. Wie gesagt, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, wenn ich das nochmal machen sollte. Vielleicht mit nochmal das gleiche oder so. Mit ein paar Änderungen oder so. Dann schreibt es auch gerne rein, Ideen reinschreiben, was weiß ich nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, mal zum ersten Mal wieder auf meinen, so vor langer Zeit. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, weil ihr müsst wissen, ich bin auch wieder ein bisschen aktiver auf Minecraft geworden. Aber ich bin trotzdem ein Citybuild-Typ, also bitte nicht sich wundern oder so. Ich bin trotzdem immer noch ein Citybuild-Typ. Ich werde auch weiterhin Citybuild bringen, beziehungsweise Cleaver Games und so. Aber ich werde bestimmt jetzt wieder ein bisschen mehr PvP oder so mal bringen. Mal schauen, Leute. Ich kann auf jeden Fall nochmal zum Abschluss sagen, Leute, ihr könnt natürlich gerne nochmal auf mein Team joinen, wer Lust hat, mit mir zu reden, wer ins Team möchte oder so bei mir, der tut auf jeden Fall die Bewerbung nochmal machen, Link dazu, alles in der Beschreibung, IP ist von meinem Teamspeak 6maximarmee.de, Leute, und tut auf jeden Fall gerne mal bei Instagram mal vorbeischauen, wäre richtig cool, da bin ich richtig aktiv, jede Information gibt's da, und wer auf jeden Fall meiner Armee nochmal beitreten möchte, der kann gerne mich auf YouTube abonnieren, ist es kostenlos, und wer auf jeden Fall keine Überraschung verpassen möchte, der tut auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren. Das ist alles kostenlos, Leute. Und er tut auch natürlich auch meine Armee beitreten. Hashtag 7CMAmee. Ich würde mich richtig freuen, Leute, wenn ihr einfach meine Armee beitretet. Wir auch ein bisschen größer werden und ein bisschen Spaß mehr haben. Und ja, jetzt würde ich sagen, Leute, habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bleibt cool und ciao.